Willkommen zurück, Leute, im wunderschönen Life is Strange mit Max, die bei Chloe übernachtet hat. Und unserer nächtlichen Aktion zuletzt sind wir mit den Schlüsseln reingegangen, sind etwas planschen gegangen und wurden fast erwischt von David. Haben es aber geschafft. So, und jetzt sind wir hier, können uns umgucken. Wir noch mit Chloe noch quatschen, aber wir gucken mal einfach. Ich dachte, Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Ja, sie ist wirklich ein bisschen fanat echt in diese Rachel. Kann das nicht loslassen. Shitballs. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Warum? Frank, Chloe, Geld, sofort. Ich hab dein Geld noch nicht. Das ist meine letzte Nachricht. Verstanden, sofort, du verfluchte Hure. Der ist wirklich ein bisschen beängstigend. Okay. Da können wir uns anziehen. Oder es joint wieder mal. I'm lucky David didn't bust me for acting like it was my part. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Mystisches Wetter, übernatürliche Wissenschaft. Das ist aber wirklich schön. Was ist hier am Laptop los? At least we haven't been identified. Yet. Vorfall. Polizei und Feuerwehr reagierten auf einen Einbruch und einen Fall von Vandalismus auf dem Campus der Blackwell Academy um 1.30 Uhr. Die Polizei hat noch keine Angaben zu möglichen Verdächtigen gemacht. Die Polizei verhaftete einen nackten Mann mit Schwert am Up All Night Donuts in der Nähe der Peckinpah Road um 20.52 Uhr. Der noch nicht identifizierte Mann stand unter dem Einfluss von Energy Drinks und Methamphetamin. Das Wort kann ich so schwer aussprechen. Er bleibt bis zum Abschluss der Ermittlungen ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft. Thank God, she's okay. I wonder when I can visit her. Blackwell-Schülerin befindet sich in stabilem Zustand. Nach einem öffentlichen Selbstmordversuch an der Blackwell Academy befindet sich Kate Marsh im stabilen Zustand und unter Aufsicht des Gesundheitszentrums von Arcadia Bay. Derzeit sind keine weiteren Informationen verfügbar. Okay. So, wir können hier die Musik wieder anmachen. Ich lasse es aber mal. Wow, Sir. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. Voll süß. Und wie sie da noch aussieht, Chloe. Echt total anders. Richtig lieb und brav noch, so mit blonden langen Haaren. Die ist halt voller Punk. The fact that she put the photo next to Rachel is so touching. Was ist denn, ja, so der Schmetterling? Ach, den haben wir ja gemacht, genau. So, was haben wir hier? Burger. Don't be a dummy. Okay. Ja, Müll halt oder so. Nee, das war das Portemonnaie. Warte. Ja, okay. Nee, ich will noch nicht raus. Wir wollen es natürlich fertig machen. Was ist hier in der Schublade? Kann ich das hier überall immer rumfummeln, ne? I remember this old phone. We decorated it together. Voll süß. Man, if I had stayed hidden, David wouldn't be targeting me. Das wäre so gewesen. Schminksachen. I don't think I'll be moshing today. okay. Wollen wir mal kurz nochmal mit Chloe reden? Chloe doesn't seem too upset she didn't take that money from the handicapped fund. I love this morning light. So peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Yep. Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. Liebesleben, Jungs machen nur Ärger. So, you never really told me if you had a serious boyfriend while I was away. Not serious. Hella stupid usually. I went through a boy toy phase, among other things. I can't see you with any of the guys around here. Because you have a good eye. That's why I was so glad Rachel came along to rescue me. Warst du in Rachel verknallt? War Rachel so beliebt? Ehrlich gesagt denke ich die ganze Zeit darüber nach, ob Chloe auch irgendwie eine lesbische Neigung hat und irgendwie halt für Rachel noch viel, viel mehr empfindet. Das wirkt halt so. Oder sie ist ja einfach nur als Mensch mega wichtig. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, auch so diese kleinen Andeutungen, so mit lass uns planschen gehen und schwimmen gehen. Ich dachte halt auch, vielleicht passiert da irgendwas oder so. Aber sie denkt die ganze Zeit nur an Rachel. Aber ich frage sie jetzt einfach mal.
Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have too. Smart, sexy, and sassy. Okay. Like me, right? Well, duh. Maybe Rachel would have fought over both of us. You wish. Then again, maybe. You're a photographer and she wanted to be a model. Ja, also dann bestätigte es sich doch, oder? Also sie hat es doch gerade überhaupt nicht verneint oder so. Sie war in sie verknallt oder ist in sie verknallt. Also hat sie auf jeden Fall, ist sie, also Rachel soll sie gerettet haben? Heißt das dann, sie ist ein bisschen bi? Oder nicht? Oder ja, hat sie ihr gezeigt, okay, sie empfindet eher was für Frauen als für Männer? Heißt das, sie könnte halt auch was für Max empfinden? Aber ich glaube, für sie empfindet sie wirklich nur Freundschaft. Schwierig so ein bisschen. Vielleicht sind sie auch noch in so einer Findungsphase. Ich blick da noch nicht so ganz durch, aber sie hat es definitiv gerade nicht verneint. Ja, dann sehen wir uns mal an. Ugh, still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Das ist nett, dann machen wir das so. Okay. Diesmal wollen wir uns nicht verstecken. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. Ist on Rachels Sachen anziehen? She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? Uh-oh. I double dare you. Kiss me now. Ja, wir müssen es nicht machen, wenn wir nicht wollen. Wir haben aber auch nichts zu verlieren. Einfach mal mutig sein. Also ich meine, es ist Max und Chloe, selbst wenn sie nur halt Freundinnen sind. So. Das Ding ist halt, dass Chloe offensichtlich halt ja voll die lesbische Neigung hat und das jetzt so voll raushängen lässt und provoziert. Während Max halt so voll schüchtern ist und sich denkt so, okay, ja, will ich das überhaupt so? Dann hinterher ist es, sie steht auf sie. Aber, ja, um mir das zu beweisen, so, was soll schon passieren? Komm, Küssi. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh, man. That was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Hey, was ich halt nicht kapiere, so, ich hätte es jetzt halt voll gar nicht schlimm gefunden. So, weil es sind halt Freundinnen, so, ja, oh mein Gott, dann küssen sie sich halt auf den Mund. Aber warum hat sie jetzt voll den Rückzieher gemacht? So, weil sie einfach null damit gerechnet hat, oder? Dabei ist sie es doch eigentlich, die das will. Richtig komisch. Sagt sie irgendwas dazu? You better not rewind and take that kiss back. You know I'm hotter than those Seattle art holes, right? Doch, wir spulen zurück. Ich meine, hallo? So, you better not rewind and take that kiss back. You know I'm hotter than those Seattle art holes, right? Sie hätte mal keinen Rückzieher machen sollen. Ich spule zurück. Ich will nur mal wissen, was passiert. Dann meckert sie bestimmt nämlich an, ne? Dann sagt sie ihr bestimmt so, du bist voll feige. Oh, wir müssen noch weiter zurück. Ja, komm, spur mal schneller. Kann sie nicht zurückspulen soweit? Doch. Wir haben uns ja noch nicht angezogen. Ich glaube, das müssen wir jetzt machen, oder? Oder ist das alles jetzt noch nicht passiert? Oh, at least we haven't been identified. Thank God, she's okay. Okay, oder kommt das mal automatisch? Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir hatten oder nicht hatten. Wow, sir. That was my 10th birthday. Können wir das nochmal angucken? I didn't know Chloe kept this stuff. Ja, dann hatten wir doch alles, ne? So, komm. Hier, Klamotten öffnen. Okay.
Chloe nicht küssen. Sorry, not that easy. Oh, like I am? Just admit that you already macked on me, then used your rewind. Now I can text Warren that you're saving yourself all for him. I am so going to best unfriend you for that. I love that Chloe is so fearless. Sie checkt das halt voll, dass wir das jetzt halt immer machen können, so mäßig. Ja, du wusstest halt eh, dass ich einen Rückzieher mache, so. Ja. Ich lasse es jetzt einfach dabei so stehen. Oder geben wir ihr den Kick nochmal. Sie wollte es halt so oder so nicht. Ich glaube, es ist egal, ob wir es so lassen, oder? Was hat das für eine Auswirkung? Ach, scheiß drauf. Ich weiß gerade irgendwie nicht, was ich machen soll. Looking yeah. Sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to wake and bake first. Not at all. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Yeah, Punky Max. Es steht hier aber tatsächlich irgendwie gut. Sieht cool aus. Ja, dann aus, ne? Oh my god, that smells so amazing. Da schreibt der Warren. It's like when we were kids here. So. Da, Max, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir auf dem Dach eine helfende Hand gereicht hast. Du warst die Einzige, die für mich da war. Ich muss glauben, dass du gesandt wurdest, mir Hoffnung zu geben. Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch dankbar. Du wirst immer in unseren Gebeten sein. Mit all meiner Liebe, danke, deine Freundin Kate. Hey Kate, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich besuche dich so bald wie möglich. Versprochen. Das war also nicht Warren, das war Kate, die geschrieben hat, aber Warren hat auch geschrieben. Freut mich zu sehen, dass du Blackwell nicht gesprengt hast. Na gut, freut mich fast. Nebenbei, das Autokino ist schwer beliebt, also kaufe ich die Tickets jetzt. Du bist für das Popcorn verantwortlich, also gibt es kein Zurück mehr. Ja, ist in Ordnung. Damit leben wir doch gerne. So. Nobody in this town has a fucking clue as to what's happening. Do they? For everybody else in the neighborhood, it's just another morning. Und für uns ist es ein besonderer Morgen? Okay, da geht es... Wo I better not go in there. David might be in bed. Der uns fast erwischt hätte. Ew. Aber auch nur fast. Ha. Aber wir können ein Foto machen, das ist schön. Punky Max. Ist voll cool irgendwie. Was haben wir hier Schönes? Feels so good to wash my face after all that chlorine. And hiding. What's ironic is I always hated it when Chloe used my toothbrush. You know, I haven't gone through a dyeing my hair blue phase yet. Jetzt fängt sie auch an, so. Maybe it's time. Ganz ehrlich, ich habe ganz oft schon überlegt, ob ich so blaue, türkisfarbene Haare mal mir machen sollte, so, weil ich das voll geil finde, aber es ist halt richtig schädigend für die Haare. Aber, und man muss sie halt richtig oft nachfärben, so, weil wenn der Ansatz rausguckt, sieht das scheiße aus. Aber ich mag meine Haare so, wie sie gerade sind. Aber ja, manchmal denkt man sich auch so, komm, wag es doch einfach mal, was anderes zu tun. Chloe has had this damn dirty pirate towel since we were kids. Ich hoffe, sie wäscht es jetzt ab und zu. Was ist denn mit diesem Vogel hier drin? That's the bluebird I saved Monday in Joyce's room. Was macht er hier drinnen immer noch? Bleibt jetzt einfach für immer hier drin oder was? Hier einfach mal so ein bisschen rumflattern. Ist richtig merkwürdig, dass hier so ein Vogel einfach mal drin ist. Interessiert keinen, ne? So ein Vogel.
Achso, ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Das ist natürlich sehr schlau. Ja, wir wollen sie nicht stören bei ihrer Kifferei. Dann, wir müssen runtergehen, soweit ich weiß. Dann gehen wir doch mal runter. Runtergehen. Da ist die liebe Joyce. Da, bitte, bitte. Die coolen Fotos. Ja, es ist voll geil mit Fotos machen und so. This might be the one time these people are right. Das Ende ist nah. Ignorieren Sie immer noch seine Warnungen. Haben Sie den Schnee gefühlt? Waren Sie Zeuge der Sonnenfinsternis? Haben Sie die sterbenden Tiere gesehen? Die Zeichen sind überall. Arcadia Bay ist das finale Schlachtfeld für Pachuchu. Jesaja 66, 15 bis 16. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seinen Wagen, wie ein Wetter, das er vergelte im Grimm seines Zorns und sein Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durchs Feuer richten, retten Sie Ihre Seele und tun Sie Buße. Treten Sie diesen Monat der Kirche der Offenbarung bei und retten Sie sich gratis von der Hölle. Sehen Sie und unsere Sendung auf dem öffentlichen Arcadia Bay Kanal 40 Kontakt und so weiter. Okay, klar. So, sagen wir doch mal Joyce. Hallo. Es sei denn, wir können noch mal hier... Wir können uns das auch anhören. Ich schnüffel einfach immer mal so ein bisschen. Wir wollen ja nichts verpassen. Who drinks beer this early around here? Der nette David vielleicht? Was auf der Zeitung? Oh man, I don't want to be famous for this. The Independent. Plötzlicher Schneefall und überraschende Sonnenfinsternis. Steht uns die Apokalypse bevor? Superheldin bewahrt Blackwell-Schülerin vor dem Selbstmord. Also steht tatsächlich in der Zeitung. Ist ja aber auch das gefundene Fressen, ne? I keep expecting to see the sky turn red. So, wir haben das Fenster aufgemacht. Was haben wir hier? Wowza. Chloe still eats the same cereal. So do I. So, dann reden wir mal hier, gucken wir uns das mal an. So different in her street clothes. Finde ich gar nicht. Irgendwie sieht die genauso aus wie sonst auch, weil die auch schon wieder was Ähnliches anhat. Good morning, Joyce. Rachel. Max. Oh, you startled me. But you fit those clothes well. Thank God you're not a Hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Ah ja, und bake mich schon wieder. Wir nehmen Pancakes diesmal. I'm dying for some of your famous pancakes. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William. And he loved them. I remember. We would race each other to grab them from the stack. So this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Eggs and milk? No problemo. Da haben the eggs schon mal die always Eier. Come first, as Joyce used to say. Und... Wo ist der Rest? I love that they still have the same refrigerator. Da ist die Milch. Now for the mother's milk. Jawohl, ach so. Und wenn wir eh hierher gekommen wären, dann hätten wir natürlich auch den Rest gesehen. Jeez, can you help me get this bird out of here? Oh, look at the poor bird. Ja. Bird, be gone. Fly, you fool. Was machen die da immer? Die Vögel überall. Immer kommen die Vögel hier einfach reingeflogen. Richtig komisch. Na komm. Durch. Husch. Hätten wir ein Foto machen können von dem Vogel? Komm, das schließen wir jetzt mal. Sonst kommen die Vögel wieder rein. Das wollen wir ja nicht. Nicht, dass hier der David noch seine Knarre irgendwie holt und man, die scheiß Vögel kommen rein. Ja, boom. So. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce, but... We're on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Geht es Rachel gut? Rachel in Schwierigkeiten. War Rachel sauer auf Chloe? Ich glaube, dass mit, ob es ihr gut geht, wird sie ja wohl kaum wissen. Pff.
wie sie immer so jetzt so zu Maxchen guckt. So. Möchtest du vielleicht doch noch was dazu sagen? Na gut, dann rühre ich noch ein bisschen meine Augen. Oh, möchtest du noch was sagen? Und während wir die ganze Zeit überlegen, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit für die Antwort. Geht es Rachel gut? Rachel in Schwierigkeiten? Ich weiß nicht, was ich... I hate to even think this, much less say it out loud, but I think Rachel is in serious trouble. I know. I watch those awful true crime shows, and it makes me ill if I think about Rachel ending up on one. So I don't think too much. I see why Chloe is so obsessed with finding her. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Auf keinen Fall. Vielleicht. Eigentlich ist sie ja ein bisschen eifersüchtig, aber nicht aus romantischen Gefühlen, sondern halt, ja, weil sie halt irgendwie ständig sie bevorzugt, ne? Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Auf keinen Fall. Lügen wir damit? Maybe. Rachel was so much cooler than me. Oh, you think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past 5 years? Doubt it. Did she really? 5 years ago feels like 1,000 now. And that makes me, what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Ach, schön. Ja, gut, dann haben wir das auch hier erledigt mit dem Frühstück, zumindest fast. Ich bin zufrieden mit den Antworten, die ich gegeben habe, weil ich immer froh bin, wie Max das dann doch formuliert. Als wie, wenn man immer nur so einen kurzen Ausschnitt an Wahlmöglichkeit hat, welche Entscheidung man treffen soll. Und man immer so denkt, oh, ist das jetzt die richtige Antwort? Aber dann wird es doch mal so ganz locker gedreht und ja... David, this is Officer Korn. Just want to let you know, your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Das entfernen wir, die Nachricht. Message deleted. Goodbye, message. I think Chloe has earned a break from all this bullshit. So, das haben wir gemacht. Wir haben sie ein bisschen in Schutz genommen, die Chloe. Das ist doch gut. So, dann können wir uns hinsetzen. Was ist, wenn ich hier draußen gucke? Was macht der Vogel dann da? Was ist mit den Vögeln? Was ist mit den Vögeln? Clean dead birds lined up? That's fucking ominous. Hä? Warum? Was? Oh, dead bird. Poor thing. Was ist mit den Vögeln? Und immer kommen die da rein. Wer, was? War das jetzt das Wetter oder hat die jemand abgeschossen? Das will ich jetzt wissen. Kann sie dazu was sagen? Weil wir hatten ja die Wahl, das Fenster aufzumachen und die Vögel reinzulassen. Go on, grab a seat, Max. I'm almost done whipping up this amazing breakfast. Oh Mann. Mit ihrer Tasche noch um. Hallo, leg die mal ab, wenn du dich hinsetzt. Kleines Frühstück, mein Schatz. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. Ja, okay, ciao. Mit ihren Stöckelschuhen im Zuhause. Da ist eine Pflanze. I'm glad that's creamy and not crunchy. Was ist mit der Pflanze? I guess nobody waters the plant here. Du musst deine auch, I'm glad that's creamy and not crunchy. Ich habe auch vor kurzem mal Erdnussbutter gekauft. Ich dachte, das bockt bestimmt voll. Da habe ich aus Versehen welche mit Stückchen gekauft. Jetzt habe ich ein ganzes Glas voller Erdnussbutter mit Stückchen. Das ist voll eklig. Ich weiß nicht, was daran geil sein soll. Höchstens vielleicht zum Backen oder so.
Aber so aufs Brot finde ich das nicht so toll. Kannst du mal essen? Jetzt so? Hier war doch gerade noch Essen. Seeing you again. Ah, made me remember so much. Und schon kann ich nicht mehr essen. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Siehst du, wir haben doch einen Style. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this and was ist dann passiert? I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Hm. Die Mama ist echt lieb. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Oh, man, no, now, Chloe. Who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. Mm-hmm. Es war gerade echt ein schöner Moment. War wieder I irgendwie do so need to get into David's computer. Taktlos. He's gotta be hiding shit. Ein bisschen taktlos von der lieben Chloe. Dafür, dass es gerade eigentlich ganz nett war und die Mutter nur gesagt hat, hey, setz dich doch hin, frühstück doch erstmal. Aber so ist Chloe im Moment leider geworden. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Life is Strange. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann lasst mir einen Kommentar, Daumen hoch, ihr wisst schon Bescheid. Freue ich mich drüber. Und ja, mal gucken, was die nächsten Entscheidungen so uns bringen und uns zeigen. Bis dann!